ERP Test to Turbo. Auktionshaus Karger, guten Tag. Einen Moment bitte, ich werde mal nachsehen. Frau Karger? Hier bin ich bei den Lampen. Da ist ein Ferngespräch für Sie aus Amsterdam, Juwelier Kohn. Er sagt, das sei dringend. Kohn aus Amsterdam? Aber mit dem haben wir doch schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Hallo, Sabine Karger. Ja, Herr Kohn, was gibt's denn? Moment, entschuldigen Sie bitte, aber welche Kollektion meinen Sie? Die sieben Monde des Jupiter, aber ja. Ja, ich setze mich mit meinem Mann in Verbindung. Ich rufe Sie zurück. Wiederhören, Herr Kuhn. Ist was passiert? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Jacobi, wann bitte ist die Schmuckversteigerung? Übermorgen oder in drei Tagen? Na, am Sonntag. Wir haben sie doch extra verlegt, weil der, wie heißt er doch gleich, der Besitzer der sieben Monde, weil der persönlich dabei sein will. Ah ja, natürlich. Ich muss noch dringend was erledigen. Sie brauchen mich ja nicht mehr. Nein, nein, danke. Lassen Sie sich doch nicht so bitten, Schmuck. Einen entlaufenen Ehemann einfallen. Ist ja mein Problem. Und mir tun Sie einen Gefallen. Wenn das kein Grund ist, Nein zu sagen. Danke. Das hätte ich beinahe vergessen. Von den Kollegen zum Abschied. Vielleicht können Sie was damit anfangen. Haben Sie Ihre Polizeimarke nicht abgeben müssen? Natürlich. Aber Sie haben sie dem Abschlepper doch gezeigt. Ich hätte doch Ihre Furzkiste schon am Haken gehabt, weißt. Vielen Dank, aber mit dem richtigen Gesicht und mit dem richtigen Spruch, da klappt es auch mit sowas. Wo fahren wir da eigentlich hin? Da ist noch was. Ich wollte es Dr. Wegener nicht sagen. Mein Mann hat mich gestohlen. Aber was noch viel schlimmer ist, mir gehören die Diamanten gar nicht. Ich soll sie versteigern. Diamant? Ja. Es handelt sich um eine Kollektion von mehreren Steinen unterschiedlicher Größe. Die sieben Monde des Jupiter. Wertvoll? Ja. Wenn die richtigen Leute mitbieten, bringt das Ensemble so an die 2 Millionen. Aha. Ich bin erledigt, ich kann zumachen. Das Auktionshaus Karger ist am Ende, wenn das rauskommt. Dieser Idiot, dieser hirnverbrannte Idiot. Wann soll denn die Versteigerung sein? Übermorgen. Erzähl dir mir was über Ihren Mann. Guck hinter den Stecken. Mach mir irgendwie einen Anhaltspunkt. Ja. Ja, es gibt einen Anhaltspunkt. Ewald hat die Steine gestern einem Juwelier in Amsterdam angeboten. Also nach Amsterdam. Wie Amsterdam?
Die treten jetzt mit beiden Füßen aufs Gas und fahren das nach Amsterdam. So wie sie gepolt sind, schaffen sie das in 3 Stunden. Tja, aber ich kann doch nicht so ohne Gepäck, ich meine. Wenn Sie die Versteigerung verschieben? Unmöglich. Dann sollten Sie auf Ihr Beauty-Case verzichten. Fahren. Foto von Ihrem Herrn Gemahl? Unsere Ehe ist nicht so, dass ich mir Bilder von ihm ansehe. Dass man wissen muss, wie einer aussieht, wenn man ihn finden soll, auf die Idee sind Sie nicht gekommen. Ja. Er ist ungefähr so alt wie Sie. Sah früher auch mal gut aus. Allerdings ist er größer. 20 Jahre Alkohol haben Ihre Spuren hinterlassen. Tränensäcke, Falten. Versager. Ich hätte ihn nie heiraten dürfen. Mein Vater hat schon recht gehabt. Suchen wir uns erstmal ein Hotel. Wir hätten ja noch Zeit gehabt, beim Beauty Kiss zu packen. Sie rein. Guten Morgen. Sie sind Frau Krage? Was wollen Sie? Polizei. Entschuldigung, die Störung. Wir möchten Herrn Ewald Krage sprechen. Mein Mann? Ja. Der ist nicht hier. Da sind Sie. Das ist nicht mein Mann. Sie suchen Ewald. Guten Morgen. Na. Können Sie sich bitte ausweisen? Die sind von der Polizei. Offensichtlich. Bitte. Okay. Bitte Strom. Sie haben sich als Herr und Frau Karger eingetragen. Der Einfachheit halber. Natürlich. Es waren keine 2 Einzelzimmer mehr frei. Verstehen. Das glaube ich nicht. Was wollen Sie von Herrn Karger? Ich bin seine Frau. Ich suche ihn selbst. Und warum suchen Sie ihn? Ich glaube nicht, dass Sie das zu interessieren hat. Ich will verhindern, dass er eine Dummheit macht. Die hat es schon gemacht. Fährt Ihr Mann einen blauen BMW? Ja. Mit der Nummer? HHKE 350. Stimmt. Was ist passiert? Eine Streife hat gesehen, wie er besoffen aus einem Bar auf der Herrengracht gestolpert ist. Er wollte sich setzen in seinen Wagen, er wollte wegfahren. Da mussten wir was tun, wir wollten ihn aufhalten, aber er hat die Polizeiwagen gerammt und ist davon. Später haben wir die Wagen gefunden. An der Prinzengracht. Aus einer Bar auf der Herrengracht? Ja. Und wie sind Sie auf mich gekommen? Die Mörderliste. Wenn Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, er soll sich stellen. Freiwillig, dann kommt er am besten weg. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Dem ist nicht zu helfen, wirklich nicht.
Jetzt ist auch noch die Polizei hinter ihm her. Ziehen Sie sich besser mal an. Eines verstehe ich nicht. Wieso bietet man mir hier etwas über den Ladentisch an, wenn Sie sowieso eine Auktion veranstalten? Hier, wertvolle Einzelstücke und vergleichliche Kollektion, die 7 Monde des Jupiters, bitte. Haben Sie die Steine gesehen? Hat der Mann sie Ihnen vorgelegt? Das wäre ja noch schöner. Nein, man trägt solche Sachen nicht so einfach spazieren. Hat die Expertise hat vorgelegt, die Legitimation, und wir haben über den Preis geredet. Sie haben die Steine gar nicht zu Gesicht bekommen. Ist auch nicht möglich. Die liegen im Safe bei Karger in Hamburg. Der Mann, der bei Ihnen vorgesprochen hat, ist nicht im Besitz der Kollektion. Er ist auch nicht der Mann von Frau Karger. Nein? Nein. Ein Betrüger? Ja. Wenn ich so überlege, er passt ja auch nicht zu Ihnen. Sie haben keine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte. Sie haben keine Adresse von ihm. Er wollte wiederkommen. Dieser Bräugel, dieser Juwelier Bräugel. Was ist mit dem? Ja, dort ist er anschließend hin. Jetzt ist mir alles klar. Er hat gemerkt, dass es nicht so geht. Hat gemerkt, dass er mich nicht betrügen kann. Ist also nach Bräuchel gegangen. Die lässt sich aber auch nicht betrügen. Leider. Ist der Mann vielleicht ein Verrückter? Ja. Allerdings, das ist er. Bräugel. Der Maler. Ja, am Herengracht. Auf der Herengracht. Herengracht. Mhm. Ist da in der Nähe eine Bar? Ja, direkt am Himmel. Wo haben Sie eigentlich so gut lügen gelernt? Bei der Polizei. Ich nehme jetzt diesen Bräugel vor. Vorher setze ich Sie beim Hotel ab. Hotel? Warum Hotel? Warum kann ich nicht mitkommen? Weil ich das so will. Ach, weil Sie es so wollen. Ja. So ist es. Außerdem ruft Herr Kohn ja vielleicht tatsächlich noch an. Was mache ich eigentlich mit Ihrem Mann, wenn ich ihn finde? Sie nehmen ihm die Steine ab. Freiwillig wird das er mir nicht geben. Sie müssen ihm nicht gleich die Rippen brechen. Geben Sie ihm 100.000 Mark. Die soll er nehmen und damit verschwinden und sich nie mehr erblicken lassen. Nie mehr. Richten Sie ihm was aus. 100.000? Wie viel habe ich gerade nicht in der Tasche? Ich setze mich mit meiner Bank in Verbindung. Sie werden das Geld telegrafisch anweisen. Sie gestatten, dass ich fahre? Ich hätte gerne eine Tasse Kaffee und ein Sandwich. Bitte schön. Ich suche jemanden, einen Deutschen aus Hamburg. Heißt Ewald Karger. Kenne ich nicht. Hier gibt es so viele Deutsche. Er hat gestern an der Ecke einem Polizeiwagen die Vorfahrt genommen. Keine Ahnung. Mit einem BMW? Der Mann aus Hamburg. Mit einem BMW. Sie kennen ihn? Schade. Was trinkt man hier denn so?
Ich weiß ja nicht, was Sie trinken. Ich trinke Bourbon. Zwei Bourbon. Das ist wirklich schade. Ich suche ihn, ich bin ein Freund von ihm. Hä? Was wollen Sie denn von ihm? Er ist in einer Notlage. Ich will ihm was abkaufen. Sie würden ihm einen Gefallen tun, wenn Sie uns zusammenbringen. Das geht auch nicht. Ich kenne niemanden, der Karre heißt. Niemanden, der was verkaufen. Aber ein Landsmann, der einen BMW fährt, den kennen wir. Ich kenne überhaupt niemanden. Welchen Wagen fahren Sie eigentlich? Wovon redest du eigentlich, Arsch? Ich will wissen, welchen Wagen Sie fahren. Jetzt trinken wir erstmal zusammen einen schönen, starken Kaffee. Damit Sie wieder denken können. Hier, wischen Sie sich das ab. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Wenn man mit Diamanten im Wert von 2 Millionen abholen will, dann setzt man sich nicht in Amsterdam in die Kneipe und saust sich schon morgens die Hucke voll. Ich werde es mir merken. Was willst du eigentlich? Die Diamanten, was denn sonst? Was bist du für einer? Ein Boller bist du jedenfalls nicht. Entschuldigung, ich kann Bulle nicht ausstehen. Wieso bin ich kein Bulle? Sabine weiß doch, was ich gehört. Die Polizei im Hause Karger. Eine Kakerlake im Chateaubriand, sauce Bernays, bon salut.
ist er. Ich bin der, der diese Angelegenheit auf die dem Hause Karger angemessene Art und Weise regeln soll. Sie macht Ihnen folgenden Vorschlag und ich finde, das ist ein prima Angebot. Sie schenkt Ihnen 100.000 Mark und im Gegenzug lassen Sie die Diamanten rüberwachsen. Ist doch klasse, ne? Sabine hat noch nie etwas verschenkt. Egal. Sie wissen, Sie haben keine andere Wahl. Die Dinger können Sie nicht verkaufen. Das haben Sie selbst schon gemerkt. Ja, natürlich. Die ganze Sache ist ein bisschen zu groß für Sie. Paar Nummern. Ich bin kein sehr guter Geschäftsmann. Sie haben recht. Ich bin eher ein ausgemachter Trottel. Aber 100.000 für die Diamanten. Viertelmillion, dann sehe ich mich endgültig leer. Okay, richtig hier aus. Wo finde ich Sie? Warum? Ich bringe Ihnen das Geld. Also gut. Dann kann ich wenigstens meine Stromrechnung bezahlen. Ich wohne auf einem alten Hausboot, Brauers Krach 310, im alten Hafen. Sie warten da noch. Steigst du hier aus? Ja, bis später. Schon blauäugig. Die Adresse muss da nicht stimmen. Ne? Doch. Wieso? So blöd sind Sie nicht. Sie haben ihn gefunden. Er trug eine Fahne, die flattert im Wind. Eine Stammkneipe ist in der Herrengracht. Wohnt in einem Hausboot in der Brauersgracht 310. Ein schön abgefuckter Gemahl. Muss immer trunken sein, das ist alles die einzige Lösung. Und nicht das ewige Joch der Zeit zu fühlen, dass eure Schultern zerbricht und euch zur Erde beugt, müsstet ihr euch berauschen, zügellos. Leer. Sehr beeindruckend. Er verlag 250. 250.000? Ja, eine Viertelmillion. Kriegt er. Wie? Hier sind 100.000 Mark. Die bekommt er. Und kein Pfennig mehr. Richten Sie ihm das aus. Ah ja, ist so. Herr Strom? Ja? Das Geld kommt doch an. Ich warte hier auf Sie. Ich war nur was einkaufen. Wartest du schon lange? Kein Problem. Hast du das Geld? Natürlich. Dann rein in die gute Stube. Danke. Das Boot gehört einem alten Freund von mir. Er ist aber nur im Sommer hier. Ich habe die Schlüssel da gelassen. Bitte, Vorsicht, Kopf. Das soll eine Viertelmillion sein. Nein, das ist noch nicht mal die Hälfte. Ihre Sabine ist hart wie Stahl. Diamanten sind härter als Stahl. Ja, ich.
Wo sind Sie? Das ist vielleicht naiv. Jetzt hören Sie mir mal zu. Quatsch, ich habe keine Lust, hier irgendwem was zu erklären. Ich bleibe jetzt hier so lange sitzen, bis ich die Steine habe. Tun Sie es nicht. Keine Angst. Ich mach schon nichts. Die Diamanten also. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt abdrücke? Sie drücken nicht ab. Wieso? Warum? Darum. Sie sind doch nicht mehr zu retten, Sie Knallkopf. Sie retten sich immer mehr in die Bordelle. Komm, reg dich nicht auf. Soll denn Spaß sein? Los jetzt. Wir sollten jetzt langsam zum Geschäft kommen. Sie lässt Ihnen Folgendes ausrichten. Sie will Sie nie mehr wiedersehen. Das ist aber eine Drohung. Komm. Trink einen mit mir. Oh Mensch. Bitte. Ich muss dir was erzählen. Weißt du, ist es nämlich so, von nichts kommt ja nichts. Versucht, dich ins Bett zu kriegen? Nein. Komisch. Eigentlich versucht es bei jedem. Nicht, dass sie Spaß an der Sache hätte. Oh nein, nein, nein. Spaß hat sie nie daran gehabt. Das ist ja pathologisch bei ihr. Ihr Vater. Weißt du, was ich mir vorzuwerfen habe? Ich habe mir einen Fehler vorzuwerfen. Einen einzigen Fehler. Dass ich Kara heiße. Ich Idiot. Habe den Namen ihres Vaters aufschwatzen lassen. Damit fing doch alles an. Ich weiß, dass das idiotisch war, das mit den Diamanten, aber da stand ein Büro, ich sah das Bild von dem Alten und da habe ich mir gedacht, nimm alles Geld, was da ist und dann nichts wie weg. Die Safe-Kombination. Das ist doch auch typisch für Sie. Waren die Geburtsdaten Ihres Vaters Heinrich Karger. Geld war ganz drin. Diamanten. Ich fand die Idee ganz großartig. Sah sie aber nicht. Besorgen Sie nicht alles. Es ist völlig überflüssig, dass Sie hergekommen sind. Ich habe die Diamanten. Danke. Wir können schon wieder zurück nach Hamburg. Ja. Sie müssen fahren. Ich habe Klein im Tee. Ich dachte, Sie wollen ihn nie mehr wiedersehen. Sie können sich nicht vorstellen, dass ich auch ein bisschen sentimental bin, oder? Eigentlich nicht.
Ich warte im Hotel auf Sie. Was willst du hier? Ewald. Dir was sagen können. Schwind. Ich hab dir doch immer was gegeben, wenn du Geld gebraucht hast. Hör auf. Aus. Ich kann deine dämlichen Vorwürfe. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Ich kann. Wie redest du mit mir? Ich schenk dir keine 100.000 Mark, um mich von dir beleidigen zu lassen. Gut, du willst dir nicht helfen lassen, auch gut. Aber eins sage ich dir. Kein Wort mehr. Ich will kein Wort mehr von dir hören, wenn ich noch ein Wort von dir höre. Ich drücke ab. Ewald, was tust du? Komm, gib das her. Geh hin. Ja. Jetzt gehe ich. Vater hat von Anfang an gesagt, du passt nicht zu mir. Jetzt raus hier! Raus! Geen bewering. Wie bent u? Kom maar. Kom maar.
Mein Gott, wie oft soll ich Ihnen denn das noch sagen? Ich habe nicht geschossen. Hätten wir doch gerne eine Erklärung dafür, was Sie auf dem Boot gemacht haben, Herr Strom. Offensichtlich haben Sie mit den Toten gesoffen. Auf dem Tisch liegt Geld. Viel Geld. Und auf dem Boden liegt eine Pistole. Und im Wasser lag eine Leiche. Und diese Pistole wird im Moment übrigens auf Ihre Fingerabdrücke untersucht. Klar, da sind meine Abdrücke drauf. Ich habe die Waffe in der Hand gehabt. Sehen Sie, dafür sind Sie hier. Also noch mal von vorn. Ich bin zu Fuß zu dem Hotel zurückgegangen, weil Frau Karger allein mit ihrem Mann sprechen wollte. Leider habe ich zu spät bemerkt, dass das ein Fehler war. Schicken Sie sie rauf. Was ist Ihr Name? Ihr Name, bitte? Ich hab's schon verstanden. Strom, Peter Strom, mit H. Die Holland. Was sind Sie vom Beruf? Ich war Polizist. Wir wollen nicht wissen, was Sie waren, sondern was Sie sind. Ja, momentan habe ich keine feste Beschäftigung. Also arbeitslos? Ja, arbeitslos. Werkelos. Herr Strom, die Bericht aus Hamburg. Übrigens haben wir versucht, diese Dr. Wegner zu erreichen. Aber es gibt ihm nicht. Kein Anschluss unter diese Nummer. Also, Frau Karger ist heute Morgen von den deutschen Kollegen zur Sache befragt worden. Man kann gerade nicht sagen, dass sie ihre Aussagen, wie sagt man das auf Deutsch, untermauert. Sie sagt etwas ganz anderes. Vor allem bestreitet sie jemals auf dem Boot gewesen zu sein. Und dann diese Sache mit den Diamanten. Was ist damit? Ja, nichts. Sie, Herr Strom, sollten Ihren Mann suchen, um Ihnen eine größere Summe übergeben. Und von Diamanten ist gar nicht die Rede. Das hätten Sie erfunden, behauptet sie. Das ist aber jetzt nicht so entscheidend. Herr Strom, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Frau Karger ihren Mann getötet haben soll. Aber es gibt mehrere Verdachtsmomente, dass sie es gewesen sein könnten. Welche? Auf der Tatwaffe sind Ihre Fingerabdrücke. Die Tatzeit ist nicht so genau festzustellen. Sie waren zu Fuß unterwegs, natürlich ohne Zeugen. Sie können ihn vorher oder nachher erschossen haben. Ja. Herr Kommissar, so geht das nicht. So können Sie das mit mir nicht machen. Sie müssen doch erst mal nach einem Motiv fragen. Warum hätte ich ihn denn umbringen sollen? Geld, Herr Strom. Money makes the world go round. Ich muss Sie leider festnehmen. Wir müssen weg hier. Wir müssen weg hier.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, keine Angst, ich halte keine Rede. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass ich mich freue, dass ich hier in Wiesbaden bin und dass mir der Wechsel zum BKA nicht schwerfällt, weil ich nicht nur ein Fan von Ihrem Sekt bin, sondern auch vom Rheingauer Riesling. Also, zum Wohl. Entschuldigen Sie, Herr Doktor. Hier liegt eine Inpol-Anfrage vor. In der Angelegenheit ist auch Ihr Name erwähnt. Ihr früherer Mitarbeiter Peter Strom wird wegen Mordes gesucht. Frau Karger, wir kämen gleich zur zweiten Abteilung. Wir bräuchten die Diamanten. Ja, ich bringe sie runter. Das Geburtsdatum Ihres Vaters auszukriegen. Die sieben Monde des Jupiter sind in Sicherheit. Sie kriegen die Kollektion zurück, wenn Sie bei der Polizei Ihre Aussage gemacht haben. Helfen Sie mir, er bedroht mich. Frau Karger, Sie haben keine Chance. Er hat mich bestimmt. Frau Karger! Schaffen Sie ihn raus! Sie glauben tatsächlich, Sie haben noch eine Chance. You in a state of fright.